My name is Kim Kardashian. I have 4 kids and I'm a mother of 5 kids. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einem Hamburg-Vlog. Ihr wisst, letzte Woche ist ja das Video online gekommen, wo wir beim Konzert waren von Crow in Hamburg. Und das war ein großer Wunsch von Sano. In diesem Vlog haben wir Dinge gemacht, die Sano schon lange machen wollte. Und das war Geschäfte in Deutschland besuchen und einkaufen. Das ist ein Vlog von Hamburg. Ein Tag, meine Schwestern, das erste Mal in Deutschland. Also das Video letzte Woche, das war ja auch in Deutschland, aber jetzt ist so richtig so die Stadt sehen. Die Sache ist, Sano hatte in diesem Vlog sehr viel Hyperaktivität, aber mehr kann ich nicht wirklich sagen. Außer... More energy. Hamburg, Hamburg, wir sind da. More energy. Weißt du, wieso ich die Energie habe? Was, wieso? Weil du gesagt hast, welche Shopping-Sachen dort gibt. Oh, Leute, wir gehen... More energy. Ich muss sagen, mich macht das auch glücklich, wenn ich weiß, wir gehen auf Geschäfte zu. Leute, wir gehen zu einer Einkaufsstraße. Wir gehen zu einer Einkaufsstraße und dort gibt es Sephora und Sano freut sich darauf. Ja, weil das Selena Gomez ist. Ja. More energy. Komm her. Ich will da nichts kaufen, Sano. Das ist schon. Schade, dass ich meine Karte nicht mitgenommen habe. Ja, Sano, auf deiner Karte ist aber gar kein Geld. Doch, 20 Cent. Schauen, was wird. Was soll denn werden ohne Geld? Willst du klauen oder was? Ich weiß nur, ich will dir nicht überteuerte Schminke kaufen. Mann, ich habe mir jemals überteuerte Schminke gekauft. Ich habe mir, glaube ich, einmal ein Puder von MAC gegönnt. Wow. Ja. Aber schauen wir mal, was wird. Wir können halt noch nicht sagen. Wir können sagen, dass es kein Geld für dich gibt. Das können wir auf jeden Fall sagen. Kein Geld für überteuerten Scheiß. Ja, wir kaufen dir überbilligten Scheiß. Warte, Sarah, es ist rot. Sarah, bleibst du. Risiko. Sarah, wusstest du, dass Hamburger aus Deutschland, aus Berlin ist? Aus Hamburg, meine ich. Hamburger? Ja. Echt? Ja. Ich meine, es ist aus Amerika. Na sicher, Hamburger ist aus Hamburg. Schnauze. Sarah, ein bisschen mehr Respekt für die Stadt? Ein bisschen Respekt zu deinem Bruder. Ich darf nicht mal zu Alibaba sagen, halt die Fresse. Ja, das ist auch gut so. Seit wann hast du aber überhaupt Respekt? Sagst du das nur, damit ich dir Sachen kaufe, oder was? Ich habe immer Respekt vor Mutter und Vater, das war's. Sano hat auf einmal Respekt. Okay, komm, anscheinend geht man ja hier auf die linke Seite. Weißt du warum? Weil sie weiß, wir bewegen uns auf Sephora zu. Sahar ist sehr glücklich in dieser Stadt. Teppichwäscherei, 100 pro Afghaner. Ja, Leute, wir haben gerade ein Auto gesehen, darauf stand Khalil Sharif. So richtig afghanischer Name und es war eine Teppichwäscherei. Also, let's go, geil. Das heißt wirklich, als hätten sie Afghanistan hierher gebracht. Ja. Sicher kann man mit Auto fahren bis Hamburg, aber wie lange müssen wir eigentlich circa fahren, wenn wir Auto gefahren sind? Sondern was? Deine Sätze verstehe ich heute überhaupt nicht. Wie lange Berge es? So 12 Stunden locker. Da gibt's in Hamburg Gehörtherapie für Sahar dann gleich, damit du endlich mal auf die Dinge hörst, die ich dir sage. Wenn man mal hier sein würde, sie würde sagen, ja, für Sahne, sie hört nie auf Schule zu. Sie hört wirklich nie zu. Sie hört nie zu. Sei, Olum. Sei. Ich muss 6 Uhr aufstehen. Sondern es geht nicht nur um 6 Uhr aufstehen, sondern generell. Wie generell? Auch wenn du ausgeschlafen bist, hörst du nicht zu. Olum, niemand kann bei uns nachdenken. Wir brauchen eine Stunde für Leben klarkommen. Wir können nicht mal zuhören. Wir wissen nicht mal, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Wir hören nie zu in der Früh. Es ist früh. In Sommerferien sind wir so, more energy. So. Bohnenstraße. More energy. Ui. Ramen. Aber 4,50 €. Ding Dongs. Kann ich eine Sache haben? Ja, eine Kleinigkeit. Nimm, was du willst. Hallo, wie isst du, Mann? Ja. So isst man das. Nein. Wollt ihr? Nein, danke. My name is Kim Kardashian. I have 4 kids und I'm a mother of 5 kids. Back to the roots nach Österreich. Ach du Scheiße. Was? Ist das nicht das cool? Sieht aus, als hätten sie nicht gewusst, ob sie einen Anzug machen oder ein Hemd. Hä, ich finde das urcool. Es ist urschön. Sieht irgendwie hässlich aus. Du siehst aus wie eine Kellnerin mit Kochschürze. Ich kauf's mal. Viel Spaß.
Sarah, viel Spaß, dann kochen wir in Wien was, okay? Lass, ihr sollt selbstbewusst sein. Wir haben einen Rossmann gesehen und Sano will unbedingt hin. Rossmann, oder? Sano, wie heißt das? Rossmann. Rossmann. Schaut einfach aus wie DM. Ich bin gespannt, was es hier so mehr gibt. Es ist einfach DM, aber in Deutsch. Ey, da ist einfach Sano. Hä? Ich glaube, auf dem afghanischen Heiratsmarkt wäre ich viel wert. Siehst du, genau die Sachen, die ich unbedingt will, gibt's im billiger. Kennst du diese, kennst du dieses Got2Be-Marke? Got2Be, ja? Ja. Ich will unbedingt so eine Hitzespray im DM 8 Euro, da 4,50 Euro. Kommt mit. Das sind alles ganz normale Wienpreise. Und? Schaut? Okay. Das zum Beispiel, das kostet in DM 7 Euro. Da. Kein Einstein-Gel. Schaust du jetzt nach? Ja. Ich sagte doch. 8 Euro bei uns? Ich sag's euch. Man fliegt nach Deutschland und spart sich 2 Euro. Was willst du mehr? Ich habe eine Idee. Und zwar? Ich nehme seinen Korb und ich nehme 5 Sachen. So Kleinigkeiten. Okay, nimm, mach. Dafür. Und so zum Beispiel, so Kleinigkeiten. Ja, easy kannst du machen. Ehrlich? Ja. Okay. Ich habe hier Gel gefunden. Für 7 Euro gezahlt. Und die hat mir alles leer gemacht. Okay, 10 Cent mehr. 2,60 Euro. Schau mal. Schau, siehst du das? Was? Siehst du das? Ich hatte immer recht. Was? Ich hatte immer recht. Und? Ist du Rossmann? Ich hab 7, 8 Euro gezahlt. Ich hab zu Hause gesagt, ja, Rossmann ist unbedingt. Ich so, nein, das ist wie der. Verdammt, das sind 150 Milli, sonst hätten wir das mitnehmen können. Man kann nur bis 100 Milli mitnehmen. Und ich blute am Pickel. Okay, niemand hat gefragt. Ich blute am Pickel. Später machen wir einen Einkaufshall im Hotel. Ich mal rein. Einen Rossmann-Hall machen wir dann. Man ist nicht immer in Deutsch. Manchmal wünschte ich, wir würden in so einer Gossip-Girl-Welt leben. Und dann so sowas. Aber können wir dann auch zu Sephora gehen, nur schauen? Ja, können wir. Eigentlich. Hat was, schon, wenn man, oder? Im 18. Jahrhundert leben würde. Das kostet genau, Kette? Das kostet mehr als mein Rossmann-Haus. Zeig mal her. Man hängt sich das nicht nur an den Hals. Oh, zeig dann mal, Sana. Ich lieber weg. Dann gebe ich, ich denke, das gibt man auch was. Was? Ja. Cool, das ist eine Tasche. Was? Ja. Das ist eine Tasche? Ja. Das ist eine Blume. Extra, Gossip Girl. Ja. So Strähnengräne. Was? So Strähnengräne. Überteuertes Make-up, bitteschön, gehen wir rein. Achso, da ist für Area Beauty. Was, Selena Gomez? Ja, das ist Selena Gomez. Selena Maria Gomez. Hallo. Darf ich mit euch ein Bild machen? Ja. Ich liebe so Sachen, die wie aus einem anderen Zeitalter aussehen. Ja. Schon, du schön, siehst oder? Aus wie so eine wohlhabende Rassistin aus dem 18. Jahrhundert. Schau, würde das nicht fantastisch aussehen? Jetzt mal ehrlich. Schon hübsch. Ja, du siehst aus wie eine wohlhabende Rassistin. Geht aufs Dorf fest. Ja. Ich und Sarah, wir haben denselben Style gefühlt. Ich nicht. Ja, aber ihr habt denselben Style, weil sie immer deine Sachen nimmt. Ja, das ist. Olo, wenn ich so in der Schule gehe, alle würden mich mobben. Gibt's in eurer Schule noch Mobbing? Ja. Gut. Was hat die Kassiererin gesagt? Ich war bei Reserved an der Kasse und sie sagt dann zu mir so, möchtest du eine Tüte haben? Und ich so, ja. Und ich war noch so kurz davor, sie zu fragen, könnte ich einen Sackerl haben? More energy, McDonald's. Leute, bei uns sagt man Sackerl und in Deutschland sagt man Tüte einfach. Tüte. Komm, meine Komm. Wir haben 3 Menüs bestellt, ja. Aber sie gibt uns 6 Burger. Und Sana so, ist das unseres? Sie so, ja. Und ich schlag sie so unauffällig. Ich so, ja, kann sie das schon rauftragen? Dann nehme ich das. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt dieses eine Video von uns, wo wir mit unserer Cousine, wer kennt Sahar, besser gespielt haben. Und die hat am Ende Sano dann geschubst, okay, wo Sano sie umarmen wollte. Und dieses Video ist auf TikTok damals viral gegangen, dass Sano geschubst wurde. Und jetzt ist uns eingefallen, diese Cousine, die damals im Video war damals in diesem Video genauso alt wie Sano jetzt. Sie ist einfach mit 14 alleine verreist. Würdest du dich das trauen, Sano? Ja, würde ich schon schaffen. Findest du einen Geht selber? Ja.
Wirklich? Wo schaust du nach? Hey, wenn du mein Ticket oder so bestellst, da steht immer bei Gate 1, Gate 2, Gate 3. Sana, bei dir hat schon beim Security-Check gescheitert. Ich habe dir 100-mal gesagt, leg deine Flüssigkeiten raus. Ja, aber ich habe aus meiner Reaktion gelernt, dass... Ich sehe nur den Typ Susanne so auf der anderen Seite und sie so... Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich am Flughafen mehr kontrolliert werde, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Du schaust aus wie ein Ausländer. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, eigentlich wird mittlerweile jeder kontrolliert. Das sind wirklich Stichproben. Wer will das noch haben? Das gehört mir. Das steht nicht als Option. Wenn wir später in der Unterkunft bzw. im Hotel sind, zeigen wir euch alles, was heute gekauft wurde. Wir machen eine Haul. 46 Euro. Wir haben bei Rossmann 46 Euro liegen lassen. Davon war 8 Euro mein Zeug. Und 38 Euro war von wem? Ich dachte, als sie so ein paar Sachen in der Hand hatte, ja, 1,50 Euro, das kommt alles auf 12 Euro maximal. Auf einmal 38. Du hast es zu locker genommen. Die Mitarbeiterin bei Rossmann ist zu uns gekommen und hat gesagt, ey, ihr dürft hier nicht filmen. Ich kenne euch. Oh, ich kenne, ihr seid die von TikTok. Mhm. Ja, oh mein Gott, sorry, ihr dürft nicht filmen. Ja. Sie war eh nett. Ja, sie war sehr nett. Und wir wissen eigentlich, dass man nicht filmen darf. Wir versuchen es nur jedes Mal nochmal. Ich wollte mir noch so Hitzespray und sowas kaufen. Nein, 250 mm. 250 mm? Ja, das wollte ich erzählen. Und ich dachte so, Sai, komm mal her. Ich so, was? Sie so, was hast du noch mal gesagt? Wie viel darf ich im Handgepäck haben? Ich so, wie viel was? Wie viel Millimeter? Ich so, hä? Sie so, ja, wie viel Millimeter? Schau, wie viel Millimeter das hat. Ich so, Milliliter. Im Flugzeug darf man nur maximal 100 Milliliter mitnehmen. Sano will 100 Millimeter. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass wir fliegen, weil Sano hätte dann noch mehr größere Sachen mitgenommen, die über 100 Millimeter sind. Weißt du? 100 Pro. Schaut auf TikTok, ich mache sehr viel Skincare dann. Meine Produkte. Dafür hat sie es gekauft. Ja. Nein, eigentlich nicht. Sie hat etwas vor mit diesem Einkauf. Weißt du, was mir Sano letztens gesagt hat? Die so, Alibaba, wir sollten Influencer werden. Das ist ihre Mission mit dem Einkauf. Was? Nein. Nika und Dalia, das sind so zwei TikToker. Oh Gott. Die waren so ein Event in Ibiza, in Spanien. Da war so Crow und so, die haben Bilder gemacht. Ich hab dir gesagt, deshalb will sie Influencerin werden. Ja. Das, ja, sie hat den Punkt schon erledigt. Und ich so, also lass jetzt auch Influencer werden, dann können wir das auch machen. Hallo, was machen wir die ganze Zeit? Sind wir bei Events? Nein. Sind wir eingeladen von Make-up-Artistin? Nein. Das alles nicht. Irgendwie keiner mag uns. Ist euch das aufgefallen? Warum wohl? Also irgendwie werden wir nie zu irgendwas eingeladen. Du hast doch zwei Einladungen zu einer Haartransplantation bekommen. Oder Got2Pack, da zum Beispiel. Was? Got2B. Zum Beispiel diese Marke, Got2B. Ja. Diese Marke könnte ich auch Leute einladen. Schau, wie viele Infos sie hat wegen TikTok. Ist das es? Das ist für Skincare. I think about is you are. Wir haben gerade so einen Vater getroffen mit seiner Tochter und seinem Sohn, glaube ich. Ja. Der Vater hat mit uns geredet, der war richtig nett. Er war so sympathisch. Und er hat uns so gefragt, was wir machen, aber die Tochter kannte uns, sie war aber voll schüchtern. Sie war nicht so eine. Weißt du, was ich ganz nett zu Sarah gesagt habe? Was hast du gesagt, Salo? Ich dachte am Anfang... Genau so redest du nämlich. Ich dachte am Anfang, wir werden Pärchen, aber nein, das sind Geschwister. Meinst du die Jungen? Ja, okay, das kann man so denken, weil Bruder und Schwester, selbes Alter, kein Problem. Aber ich dachte, du meinst Vater und Tochter. Der Vater war richtig fresh. Also, okay, wenn du es öfter erwähnst, dann kommt es ein bisschen komisch rüber. Okay, der Vater war ein Ehrenmann. Sie sagt fresh, dann haben wir so... Okay, ja. Klär dir. Die Deutschen, ich find die Deutschen bitte. Sind... Was? Sie so, okay, klär dir. Sano hat small jetzt. Irgendwie sind die Deutschen viel interessierter, also das ist irgendwie... Die sind viel netter auch, habe ich das Gefühl. Also man kann so ein gutes Gespräch führen. In Österreich wäre es nur so ein... Alter, was schaust du so, Alter? Ja, das stimmt, aber Österreich oder Wien, da wo wir herkommen, ich meine, wir lieben Wien, okay? Wir lieben Wien einfach. Wir wollen da niemals weg. Okay. Aber Wien zählt halt auch zur unfreundlichsten Stadt der Welt, so Platz 1. Das stimmt aber. Ja. Wir sind die lebenswertesten. Genau. Also, tschüss, ciao, das waren sie. Ja. Was
crashes Auto. Wien zählt einfach zur unfreundlichsten Stadt der Welt und zur lebenswertesten Stadt der Welt. Das bedeutet im Umkehrschluss, man lebt gut, aber man ist depressiv. Ja, das bedeutet, genauso verwirrend wie es klingt, genauso verwirrt sind die Menschen dort. Ja. Genauso. Sad online. Ja. Weißt du, sie hatte so einen Chick-Burger-Kip, da war so Ketchup und so. Ja. Da haben wir so, das schaut aus wie Periode. Manzano. Wir sind in der Öffentlichkeit, Mann. Wir sind in Deutschland, die Leute verstehen, was wir sagen. Das ist echt das erste Mal, dass ich im Ausland bin. Und aufpassen muss, was ich so rede, weil hey, alle verstehen es, es ist ja Deutsch. Die verstehen es besser als in Österreich. Ja. Egal, beleidige einfach. Und auch das erste Mal, dass ich im Ausland shoppe und mit den Leuten im Geschäft Deutsch reden kann. Außer, dass sie sagen, möchten Sie eine Tüte? Ich wollte genau das gerade was sagen. Was sagen Sie nochmal? Möchtest du eine Tüte? Eine Tüte? Ja, ist schon lustig. Was ist jetzt der Plan? Wir gehen mal zur Speicherstadt und halten unsere Fressen. Lass mich jetzt in Ruhe, okay? No, wenn aber dein weißt Essen, du, wohnen, ich wollte. Wo steht das? Einfach mein Leben. Da steht Essen, Wohnen. Wisst ihr, was ich eigentlich mit Konzert anziehen wollte? Was? Mein Barca-Trikot. Oh mein Gott, bewahre. Das Sandro, dein Barca-Trikot sieht mittlerweile richtig heruntergekommen, ja, und verdreckt aus. Ehrlich. Du beschmutzt die Ehre von Barcelona. Du bist nur eine Zuschauerin, die sich nicht pflegt. Genauso sieht's aus. Schaut mal Hintergrund. Das ist ein Konzertfoto von Crow. Hey, dein Geburtsort. Ah, Mazors. Leute, ich bin in Afghanistan in Mazar-Sharif geboren. Und schaut, da steht einfach Mazors. Leute, wohin gehen wir? So. Mann, aber ganz ehrlich, ich wollte gerade Sanus Forsi verarschen, gell? Ich finde aber, so Kinder, die in so England oder Amerika oder so aufwachsen, okay? Und dann und Forsi sprechen. Dari. Mit diesem Akzent, ja, Dari. Das hört sich so lustig an. Oh, Tasha Kaur! Arbeiten, wohnen und leben. Das ist das, was ich war nicht mache. Mami, es tut jetzt. Warte. Du bist genau da, wo Autos sind. Okay, es war so lustig, war es auch nicht. Auf! 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 Was ist das? Friseur, R und K. Alles wird hübsch. Ja. Es ist schon Waschmaschine. R und K steht für Renate und Knut. Ist oh Knut ein echter Name? Wie schön ist dieses Haus, bitte. Alter. Oh, wow. All I think about is you. Das japanische Generalkonsulat. Sieht aber ziemlich krass aus. Die Japaner halt, ne? Na? Moin, moin, moin. Wir müssen über die Willy-Brandt-Straße. Bald geht die Sonne unter und dann können wir Speicherstadt nicht mehr sehen. Irgendwie, das erinnert mich voll an New York. Wir sind in Amsterdam. Aber diese Kack-Baustelle zerstört alles. In Hamburg gibt es echt viele Baustellen, Alter. Ja. Und viele Afghanen. Die kriegen nicht genug. Und viele Afghanen. Salo ist der einzige Mensch, der weder den Namen auf der eigenen Sprache noch die Bezeichnung für die eigenen Leute aussprechen kann. Erstens nennt sie ihre eigene Schwester Sai. Und zweitens sagt sie zu Afghanen, Afghanen. Das Ding ist bei meinem Namen, ich habe das Gefühl, jedes Jahr lässt ihr einen Buchstaben weg. Früher war es noch so Sahai. Ja. Dann irgendwann Saha, dann irgendwann Sah und dann irgendwie Sai. Jetzt ist es Sai. Das heißt, aber was ist aus Sahai geworden? Nächstes Jahr ist es also Sa? Sa. Irgendwann ist es hey, best. Was? Und irgendwann bin ich. Ist das deine Speicherstadt, wo du hin wolltest? Ja. Wirklich? Dort. Wir sind am Abend jetzt im Hotel. Das ist unsere letzte Nacht in Hamburg. Zeig mal, was ihr gekauft habt. Ich habe heute einmal diese Bluse gekauft. Die wollte ich die ganze Zeit haben. Du siehst aus wie eine Kellnerin damit. Ich meine, komm schon. Dann habe ich mir ein Kleidchen gekauft. Das ist doch Kinder-Babygröße, oder? Das ist für Babys, aber zu groß für Babys halt. Sag mal, du bist jetzt. Die 38 Euro, die ich investiert habe in Rossmann, zeig mal, was du da geholt hast. Also, Schokolade ist wichtig. Ich habe das da mir gekauft. Ich habe das da, Gesichtsmasken und so. Skin. Warte. Wie viele Masken hast du gekauft? Wie viele Gesichter hast du? Rechnung ist egal. Wir wissen schon, wie viel das gekostet hat. Augenpad, ich habe Mundpad. Mundpad? Ja.
Du hast ein Lippen. Scheiße, habe ich auch. Ja. Das ist der Tuchmaske. Ich habe mir ein Labello geholt, ja. Ein Lipgloss und ein Lipgloss. Okay, ein Juicy Bomb. Juicy Bomb, das hat sie auch. Okay, warum könnt ihr das nicht zusammen verwenden? Massi und ich haben früher auch Unterhosen gemeinsam verwendet. Manchmal haben wir Unterhosen, dieselbe Unterhose zur selben Zeit gemeinsam verwendet. Ein Bein hatte er drin, ein Bein hatte ich drin. Ja. Was noch? Irgendwo müssen die 38 Euro hin sein. Das war bisher 3 Euro insgesamt. Das glaubst du. Du weißt nicht, wie viel das ist. Okay, was ist das? Das ist für... Kleber? Haargel. Da steht aber Kleber. Ich habe Schaumfestiger für Duschen. Schaum für Duschen? Wofür? Nein, Nacht. Für die Haare ist es. Nacht. Okay. Pass auf! Okay. Diese 38 Euro musst du... Hab ich bezahlt. Ich kann... Eigentlich sind das meine Sachen, okay? Ich habe das bezahlt. Willst du alles benutzen? Nein. Skincare kommt noch. Das ist für Skincare. Ja, ja, ist noch. Das ist halt für Haare so... Psch, 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 psch. Okay. Warte, was ist das? Reinigungsöl. Gesicht, Lippen und Augen. Für Haare geht doch. Ich habe sogar Mitarbeiterin gefragt, ob das wirklich für Haare ist. Auch für wasserfestes Make-up. Schau mal, das ist ein Reinigungsöl fürs Gesicht. Das ist kein Haaröl. Echt? Ja. Du hast einfach Produkte gekauft, ohne zu wissen, wofür die sind. Egal, 2 Skincares. Ich habe auch Deo gekauft. Ja, das ist das Beste. Das ist sehr wichtig. Aber weißt du, wann man Deo benutzt? Jetzt. Nein. Immer in der Früh und am besten noch vor dem Schlafen. Aber nicht... Erst, wenn man schon schwitzt und schwitzt. Ja, nicht deinen Schweiß festkleben mit Deo an deine Haut. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Es hat uns sehr Spaß gemacht, euch Deutschen zu besuchen. Ja, es sind nicht nur Deutsche, die zuschauen. Ich weiß, wir haben noch ein größeres Projekt, was dann aus Deutschland kommt. Aber, ey, darüber reden wir nicht, okay? Ja, macht die Leute dann nicht neugierig. Ja, das ist so ein Trick, weißt du? Die Leute... wir reden nicht darüber, okay? Es war ein sehr toll... Es war ein sehr toller Tag, Crow-Konzert. Ja, es war für... Das war nicht das Crow-Konzert-Video. Echt? Ja. Welches sonst? Sano, das war der Vlog, wo wir in Hamburg waren. Ach so. Ja. Crow meint sich eh. Es war in Hamburg. Danke, dass ihr uns so nett empfangen habt und uns nicht abgeschoben habt. Vielen Dank dafür! Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nichts zu verpassen. Lasst einen Daumen noch da, falls ihr uns wieder in Deutschland sehen wollt. Wir kommen wieder, wenn ihr das möchtet. Das war's. Auf Wiedersehen. Sano... Was? Ich sag das und du sagst dann hasta la vista. Da würde ich sagen, das war's. Auf Wiedersehen und hasta la vista! Energy! More energy!